Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video habe ich mir wieder einige Produkte rausgesucht für ein Deal-or-No-Deal-Video. In meiner Deal-or-No-Deal-Videoreihe geht es darum, dass ich mich ein letztes Mal mit Produkten aus meiner Schminksammlung schminke und gemeinsam mit euch gucke, funktionieren sie noch, behalte ich sie oder sortiere ich sie aus, und ich zeige euch jetzt mal, welche Produkte wir heute benutzen. Hier seht ihr so ein bisschen die Auswahl für heute. Es sind verschiedene Marken dabei: Love, Fenty Beauty, Dior, NARS, Marc Jacobs, L'Oreal, Make-up Revolution und. Manche Sachen habe ich mehrmals da liegen, zum Beispiel Liquid Lipsticks. Ich weiß noch nicht, welche Farbe später passt. Foundations, je nachdem. Wenn eine extrem dunkel ist, weiß ich, die kommt direkt weg, dann kommt eine andere. Und beim Lidschatten-Dickies wird es heute sehr, sehr funky. Ich fange wie immer an mit einer Lidschattenbase. Da habe ich ja von Make-up Revolution Conceal and Heat Radiance Concealer Medium Full Coverage. Da war ich mir nicht sicher, ob der nicht zu dunkel ist als Concealer. Und wenn ich jetzt so gucke, denke ich mir schon, ja, als Concealer ist er auf jeden Fall zu dunkel. Klar, man soll einen Concealer nicht 10 Nummern heller nehmen, als man ist. Damit betont man die Augenringe nur, das wissen viele nicht. Aber das ist dann hier für mich dann schon eher, glaube ich, ein Foundation-Ton. Na, obwohl, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ein sehr, sehr schöner Concealer, der wirklich nice Full Coverage ist. Also das finde ich gut. Dann habe ich hier von Marc Jacobs das Coconut Perfecting Setting Puder. Das nehme ich jetzt. Das hat so ein Netz drin. Das finde ich eigentlich ganz gut, um die Lidschattenbase hier mal zu setten. Ich bin bei dem Marc Jacobs Puder unentschlossen. Eigentlich mag ich das sehr gerne. Aber ich benutze fürs Gesicht am liebsten festgepresste transparente Puder. Das hier ist lose. Manchmal benutze ich das gerne auch als Baking Puder. Aber da mag ich andere lieber. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das hier behalten möchte oder nicht. Weil vom Ding her gefällt es mir. Es ist sehr fein gepudert. Und ich mag das mit so einem Netz und so. Aber ich weiß noch nicht, wofür ich es genau verwende. Heute benutze ich es mehrfach. Deswegen mal gucken. Wir schaffen das. Wir werden das hinkriegen, mit dieser Palette einen schönen Look zu schminken. Ihr seht, es ist sehr funky. Es sind alles schimmerige Töne, außer das Blau. Ich gehe jetzt als erstes in den grünen Ton. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Love-Palette ist. Bisher habe ich, glaube ich, von Love, ich weiß gar nicht, außer Hatice Schmidts Palette, habe ich da schon welche getestet, bestimmt. Ich weiß nicht mehr, wie die von der Pigmentierung waren. Ich weiß nur noch, dass die Hatice Schmidt Love-Palette eine der besten war, die ich je getestet habe. Und da dachte ich mir, Digga, Love, wenn ihr bei Hatties Palette so eine Qualität bringen könnt, macht das doch bei allen von euch so, ne? Weil die ja auch preismäßig war wie die ganzen anderen Paletten von Love. Guck mal, das jetzt nach zweimal reingehen. Ja, das ist auch so ein Ton. Ich glaube, dass der jetzt direkt so warm ist, ist schwierig. Das ist wie so ein goldener, hellgoldener Schimmerton. Der ist auch selten, also von meiner Erfahrung her, direkt so warm-mäßig da, weißt du? Ja, moin, grün. Grün kann bei blauen... Was für blaue Augen? Grün kann bei blauen Augen... Digga, was für blau? Ich war früher, fand ich das so toll, wenn Männer blaue Augen hatten. Wie komme ich jetzt drauf? Grün kann bei braunen Augen richtig, richtig gut aussehen. Es kann aber auch aussehen wie, ja, wie so eine Version von Shrek. Hm. Kennt ihr Shrek, Diggis? Das ist für mich einer der besten Kinderfilme, die ich je gesehen habe. Ich bin mega Schreck-Fan. Ich mag das sehr gerne. Ich habe das mit meiner kleinen Schwester Snoopy immer geguckt. Es ist so ein toller Kinderfilm. Finde ich richtig, richtig toll. Ich sehe ganz komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch gegangen bin mit dem Grün. Wir werden es am Ende sehen. Ich gehe jetzt in den blauen Ton hier. Der ist auf jeden Fall krümeliger als der grüne. Mit dem blauen Mattenton gehe ich hier so in meine Lidfalte. Blau und grün. Das sind wirklich zwei funky Töne. Aber ich dachte mir so, Digga, mit Orange, Gelb, Rot und so hatte ich schon mal was. Das sind halt Farben, die ich auch sehr gerne benutze. Also dachte ich mir, okay, kein Ding. Testen wir doch mal diese Farben hier. Ich habe da eine Freundin, die mich auch immer gut berät mit Farben und die auch immer coole Ideen hat und so. Das ist auch immer ganz nice. Und die frage ich dann auch manchmal so. Ich schicke dann so Fotos von Paletten. Ey, was denkst du? Was könnte passen? Von ihr habe ich auch diesen Tipp, die hieß, dass man Farben auf dem Handrücken swatcht, die man vielleicht auf dem Auge benutzen möchte, wenn man nicht so eine gute visuelle Vorstellungskraft hat. Das hilft mir ungemein, um zu gucken, welche Farben zusammen harmonieren, welche funky sein könnten, welche schwierig werden könnten. So, jetzt habe ich hier erstmal so einen engen Pinsel benutzt, so einen engen runden. Jetzt habe ich hier so einen fluffigen und verblende das Blau erstmal soft mit dem Grün. So soft, wie es geht. Guck mal, wenn du mit einem dünnen, eng gebundenen Pinsel oder allgemein einem eng gebundenen Pinsel in eine Farbe gehst, ist sie immer stärker pigmentiert als mit einem fluffigen. Aber schon ein krasser Unterschied zwischen dem Blau, was ich jetzt raufgehauen habe, und mit dem Verblenden, wie schwach das wird, ne? Also ich hau gleich auf jeden Fall noch eine Schicht drauf. Das Blau hat wirklich sehr, sehr viel Kickback. Ihr seht das, hier ist Blau, in dem Pink ist Blau, da ist Blau, hier unten. Also das ist ein bisschen
Das ist scheiße, was soll ich jetzt sagen? Das ist ein bisschen doof. Nee, das ist kacke. Aber das ist ja manchmal so bei Paletten. Wenn sie trotzdem extrem gut sind, kann ich damit leben. Hier ist ja auch ein guter Abstand zwischen den ganzen Fännchen. Es sind große, runde Dinger. Es sind große, runde Fännchen, lernen wie ein Mensch zu sprechen. Ja, ist ein Mankopunkt, aber wenn der Rest heftig ist, ist das natürlich cool. So, und jetzt erstmal die zweite Schicht aufbauen. Jetzt nehme ich nochmal diesen Concealer, tue mir was auf den Handrücken und gebe Schritt für Schritt ganz wenig hier unten hin, um das nochmal ein bisschen ordentlich zu machen, um da gleich eine schöne Kante zu zaubern, hoffentlich, und gleich mit dem nächsten krassen Funky-Ton raufzugehen. Falls ihr das erste Mal zuguckt, habt Geduld, es gibt noch Hoffnung. Wenn sie nicht mehr da ist, sage ich euch Bescheid, aber das Ganze hier könnte noch gut enden. So sieht das bisher aus. Also ich finde den Concealer zu dunkel für sowas. Aber ich arbeite jetzt bei diesen Deal or No Deal Videos halt nur mit Produkten, die ich dann halt wirklich sortieren möchte oder aussortieren möchte. Jetzt gehe ich in diesen türkisen Ton. Der sieht sehr gut aus. Erstmal mit einem trockenen Pinsel. Und den verteile ich jetzt hier rechts überall. Aber da muss ich schon ein bisschen öfter reingehen, weil ich halt auch so einen Knalleffekt haben möchte, ne? So, ich werde es gleich, ich weiß nicht, ob ich es gleich links mal probiere mit einem feuchten Pinsel. Na, wir machen es erstmal mit dem trockenen und dann checken wir das mal weiter ab. So, ich werde jetzt hier erstmal alles sauber machen mit einem feuchten Abschminktuch, damit ich mir das hier mal besser vorstellen kann, weil hier ist ja schon viel Krümmelkram unten. Gleich noch so eine Kante hin. Eine Kante. Mann, wieso kann ich nicht rappen? Dann könnte ich so coole Rhymes raushauen in meinen Videos. Bin noch nicht ganz zufrieden hier mit dem Kantending. Guck mal, das war jetzt meine Kante. Das ist ja so ein Ding, was ich immer wieder übe, diese Cut Crease. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet mit so einer Kante. Ich werde das jetzt nochmal versuchen zu verblenden. Manche feiern so eine Kante krass, manche feiern so ein Verblenden krass. Ich weiß noch nicht, was ich davon feiere, keine Ahnung. Das wird jetzt erstmal verblendet und dann geht's weiter mit einem Primer und dem Gesichts-Make-up. Alles klar, so sehe ich gerade aus. Ich muss jetzt ganz, ganz viel blenden und machen mit dem Blau, weil hier sich die Farbe so ein bisschen verabschiedet hat. Ich mache das Ganze jetzt nochmal sauber. So, ich fühle mich wie eine kleine Meerjungfrau, ja moin. Jetzt kommt von Dior der Backstage Face and Body Primer. Digga, was für ein Body Primer? Also, ich verstehe Menschen. Also, mir wäre es so anstrengend, jeder soll machen, wie er Lust hat. Also, warum schminkt man sich auf den Körper? Das kann ich nicht. Also, manche schminken sich dann hier. Ich finde das auch schön bei manchen Frauen, ne? So, wenn die hier Glitzer haben. Manche schminken sich irgendwie Muskeln oder Schlanke oder so für Fotos. Denkst du, okay, bearbeite einfach ein bisschen. Mache ich ja auch nicht extrem, aber ein bisschen natürlich bearbeitet. Man, guck mal auf mein Instagram, folgt gerne auf korrekter Bruder. Da könnt ihr mich in meiner Story verfolgen, in meinem Leben, jeden Tag, dies, das. Guck mal da. Da sehe ich auf meinen Fotos aus wie ein Model und guck mal in Real Life. So, als Foundation nehmen wir mal die L'Oreal Infallible Foundation, weil die sehr eine starke Deckkraft hatte und da habe ich jetzt Lust zu. Die hat bei mir nie geklappt, egal mit welchem Primer ich sie getestet habe. Aber ich dachte, komm, eine letzte Chance geben wir ihr. Ist natürlich auch immer, ne, ich kaufe auch viele Produkte für Videos. Dann kaufst du so eine Foundation für einen Zehner und sie ist einfach kacke. Das ärgert einen, ne? Wobei, es gibt auch Sachen, die ich gekauft habe, die noch viel schlimmer waren. Also so, es gibt Videos, die kosten irgendwie 100 Euro für den Kram, den ich dafür kaufe. Und dann ist es Schrott, so First Impressions und so, ne? Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe ja auch Spaß dran zu testen, ne? Von daher, ne, ich glaube, diese Foundation war mir ab. Als Concealer habe ich hier von NYX den Yellow Concealer. Den habe ich auch mal krass gefeiert mit so einem gelben Ton, aber ich glaube mittlerweile finde ich Concealer besser, die in Richtung Rosé gehen. Die lassen mich dann nochmal ein bisschen frischer aussehen. NYX HD, sagt man HD Concealer oder HD? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich nehme jetzt nochmal ganz wenig von diesem Makeup Revolution Concealer. Aber nee, jetzt wo die Foundation drauf ist, seht ihr das wahrscheinlich auch, dass der als Concealer nicht geeignet ist für mich. Foundation-Ton wäre das noch okay. Jetzt kommt transparentes Puder. Dann nehmen wir das von Marc Jacobs. Ihr könnt mir gerne, falls ihr welche von den Produkten hier habt, in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung damit sind. Augenbrauen, da habe ich kein Deal or No Deal Produkt, sondern so Lidschatten, den benutze ich immer wieder. Sonst habe ich nichts für meine Augenbrauen. Und danach machen wir weiter. Jetzt kommt von Maybelline der City Bronzer. Contouring Puder. Bronzing and Contouring Puder, da frage ich mich halt, Bro, Bronzer sind ja eher so warm am besten und Contouring Puder eher kühl. Also was bist du denn jetzt, ne? Wenn ich jetzt so gucke, wäre es für mich zum Konturieren zu warm. Da mag ich aschige Töne, weil ich möchte da ja auch irgendwie Schatten zaubern. Oh, ihr wisst, rechts ist meine Schokoseite, links ist meine Problemseite, links habe ich auch hier Pickel, 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 ganz großes Drama. Aber wir versuchen was draus zu zaubern. Aber nee, der Bronzer hat jetzt auch für mich nichts Besonderes. Es gibt auch wenig Drogerie
Batterie Bronze, die ich mag. Auch Rouge-mäßig. Guck mal, Digga, wie schlecht die Concealer sind, weil sie einfach in einem anderen Hautton sind. Wie krass man meine Augenringe noch sieht. Das ist nicht schön. Aber ich arbeite jetzt ja nur mit Sachen, die ich wirklich aussortieren will oder nicht. Sonst hätte ich jetzt was anderes benutzt, um das ein bisschen zu korrigieren. Aber das ist ja der, was ist. Sie sieht ja richtig doof aus. Gerade bei so einem bunten Make-up sollte die ganze Base, finde ich, so... Das ist jetzt kein natürliches Make-up. Da möchte ich auch eine Foundation, die wirklich nicht natürlich ist, sondern Full Coverage und sowas. Ich sehe gerade ganz komisch aus, aber chillt, chillt. Dann habe ich hier von NARS Orgasm ein Rouge. NARS Orgasm habe ich auch den Highlighter. Den fand ich nice. Das ist so ein loser Highlighter. Beim Rouge war ich mir nicht sicher, ob der noch zu mir passt. Das ist so... Das ist ein schöner Rosé-Ton, aber schon ein bisschen auch schimmrig. Aber doch, der verleiht Frische, ne? Bei diesem halbtoten Make-up. Und der ist auch süß. Jetzt nochmal mit einem Beauty Blender in das Marc Jacobs Puder und bake das hier mal so ein bisschen. Ja, das mache ich jetzt. So, das wird jetzt hier nochmal weggemacht. Es gibt Menschen, die haben richtig krass Akne. Die schaffen das, jeden Pickel wegzumachen. Du siehst nicht mal mehr, dass sie Akne haben. Und ich so. Dann habe ich hier einen Highlighter von Fenty Beauty. Der ist sehr, sehr gold. Ich habe mir da... Gold? Also ein heftiges Gold, wie man sieht. Es ist eigentlich... Ist das überhaupt ein Highlighter? Ist es doch. Es ist ein Highlighter. Ich habe damals, als ich das erste Mal von Fenty Beauty einen Highlighter getestet habe, bei Sephora in Paris, habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil er so krass war. Habe dann den mitgenommen, der mir Tränen in die Augen gemacht hat und den goldenen hier auch. Hab den goldenen aber nie benutzt. Digga, ich finde den schon ein bisschen krass. Also, es ist für mich schon so in Richtung Lidschatten und nicht nur in Richtung Highlighter. Aber ich dachte mir, komm, einmal wollen wir es noch testen, alles klar. Meerjungfrauen-Look. So ein bisschen hier unter die Augenbraue. Oh, ist aber ein sehr funky Look, ne? Nee, für mich ist das auch eher ein Lidschatten als ein Highlighter. Tschüss, ich meine, ist krass. Aber jetzt so, also wenn es ein anderer Ton wäre vielleicht. Aber so finde ich den nicht so passend. Manche fragen auch, alle Produkte, die ich aussortiere, verkaufe ich dann immer günstig. Da könnt ihr gerne auf Instagram mal gucken. Da mache ich so Make-up-Überraschungspakete mit individuellen Wünschen meiner Follower. Farbliche und inhaltliche Wünsche. Und auch meine ganzen High-End-Sachen gebe ich da immer gerne günstig weg oder verlose sie mal. Checkt also gerne Instagram ab. Dort heiße ich auch Ellen Helo wie auf YouTube. Ja, ich blende jetzt erstmal rum, weil das sieht zu krass aus. Liquid Lipstick habe ich hier von L'Oreal Infallible. Da habe ich mir damals alle Farben gekauft, weil die super halten. Habe dann aber fast alle in meine Deal or No Deal Kiste getan, weil einfach der Applikator so doof und puschelig ist, dass ich gesagt habe, ich behalte nur noch Farben, wenn sie wahnsinnig gut sind. Ich meine, Nude sieht man nicht so krass, wenn du dich ein bisschen vermalst, ne? Aber so ein Rotton und so ganz schwierig, der ist so puschelig, dass es so doof damit zu arbeiten, finde ich. Und jetzt hier so ein kleiner dezenter Liquid Lipstick als Farbe, weil das ja Boom ist. Das Fixing Spray habe ich hier von Make-up Revolution Sport Fix Extra Hold Make-up Fixing Spray. Das habe ich mal getestet, da fand ich den Duft nicht so nice, das merke ich jetzt wieder. Aber es hat schon eine gute Haltbarkeit gehabt, die mir gefallen hat. So, kurz mal trocknen lassen. Jetzt geht's weiter, jetzt nehme ich das Blau und das tue ich unters Auge, damit das Ganze nochmal so ein bisschen abgeschlossen wird. So, dieses dunkle Blau. Dann kommt auch nur noch Lidschatten. Und dann sind wir fertig. Aha. Funky, funky hier. Bei Mascaras habe ich zwei Stück. Einmal Maybelline Snap Scara und einmal Lancôme Hypnose Drama. Drama. Mein Leben ist auch Drama. Ich habe einfach hier über 40, 50 Mascaras, die ich noch sortieren möchte oder gucken will, ob ich sie behalte oder nicht. Deswegen nehme ich jetzt neuerdings immer in Deal or No Deal Videos zwei Stück. Eine rechts, eine links. Okay, Lancôme überzeugt mich irgendwie gar nicht. Muss man überlegen, ist eine High-End-Marke, ne? Okay. Catrice hat welche für 3 Euro, die genauso funktionieren wie du gerade. Ja moin, läuft hier gar nicht rechts. Gucken wir mal, ein richtiger Flop hier. Also krass. Jetzt kommt Maybelline Snap Scara. Digga, die kostet doch auch zwischen 8 oder 10 Euro. Was ist das hier? Was ist los mit euch? Ne, überzeugt mich hier auch gar nicht. Also, nee, nee, nee. Das ist jetzt der fertige Look, Digis. Zeig ihn euch mal aus der Nähe. Das erste Mal, dass ich in so einer Farbkombi gearbeitet habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Also, ich finde, man hätte da viel, viel mehr rausholen können. Meine Augenringe sieht man leider noch viel zu doll für so einen Look. Da sollte es anders sein. Links, meine schwache Seite, aber kann man noch mit leben. Rechts finde ich cool. Ich finde, es war auf jeden Fall überraschend. Also, ich finde, es sieht besser aus als gedacht, aber ich finde es nicht so passend zu mir, muss ich sagen. Ich finde dieses Gold hier zum Beispiel sehr cool. Hier als Highlighter finde ich das gar nicht schön, finde ich nicht toll. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Arbeit und mit dem Look. Es hätte anders laufen können, es könnte aber auch viel, viel besser sein. Und ja, jetzt habe ich auch mal so eine Farbkombi gehabt. Ist doch auch interessant. Jetzt zeige ich euch erstmal, welche Produkte ich
behalte und welche nicht, weil darum geht es in dem Video. Das sind alles die Produkte, die ich aussortieren werde. Beide Mascaras, volles Drama, haben mich null überzeugt, fand ich echt schlecht, gerade Lancôme für den Preis. Die sind für mich genauso wie so eine Essence oder Catrice Mascara, also weißt du, von der Leistung durchschnittlich. Palette fand ich ganz cool, aber nicht so krass, dass ich sie behalten muss. So, L'Oreal Foundation habe ich jetzt 6-7 Mal mit aller Art von Primern getestet. Es klappt bei mir nicht, also weiß nicht, vielleicht ist sie einfach nicht für meinen Ton, also für meinen Hauttypen, trockene Haut und so. NYX Concealer ist cool, aber ich mag Rosé-Stichige mittlerweile mehr, deswegen geht der gelbmäßige weg. L'Oreal Liquid Lipstick habe ich andere schöne Nude-Töne, da muss ich jetzt nicht den behalten mit so einem blöden Applikator. Makeup Revolution Concealer ist nicht mein Hautton, ist mir zu dunkel. Marc Jacobs Puder ist an sich ein cooles, schönes, feines Puder, aber es ist für meine Zwecke nicht geeignet. Weder zum Baken, da habe ich bessere, noch als transparentes Puder, da mag ich einfach gepresste. Was ich behalte, ist der NARS Rouge, den möchte ich noch weiter testen, der hat einen coolen Eindruck gemacht. Dior Primer finde ich auch angenehm auf der Haut und so, will ich noch weiter testen und beobachten. Habe ich lange nicht benutzt, werde ich jetzt aber mal wieder rausholen müssen. Fenty Beauty finde ich als Highlighter bei mir ganz, ganz schrecklich. Aber so für Augenhighlights finde ich den krass, so das, was ich im Augeninnenwinkel habe. Makeup Revolution Fixing Spray finde ich auch gut, Geruch finde ich nicht so nice, aber ich will das mal weiter testen. Vielleicht mache ich sogar mal Sport damit, so wer weiß, weil ab und zu möchte ich auch Produkte aus der Drogerie haben für meine Drogerie-Videos. Deswegen habe ich auch den Maybelline Bronzer behalten, um ihn mal weiter abzuchecken, wenn ich mal Drogerie-Tutorials für euch drehe und sowas. Ist er vielleicht gar nicht so schlecht und ja, das wird behalten, das wird aussortiert. Ja, das war's jetzt auch mit meinem Deal or No Deal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr Erfahrung mit den Produkten habt, wie eure Erfahrungen sind, und schreibt mir auch sehr, sehr gerne, wie ihr meinen Look findet. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert auf korrekt, falls ihr das nicht schon habt, oder über einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.